Da sind wir wieder zurück beim Minecraft Let's Play und wir sind letztes Mal gestorben. Und ich habe ja gesagt, dass ich die Sachen wieder zurückholen werde. Habe ich allerdings nicht gefunden. Da dachte ich mir, dann gibst du dir den ganzen Scheiß nochmal wieder zurück. Habe ich dann doch nicht gemacht. Einfach weil. Und ich würde sagen, ganz ehrlich, dann nehmen wir es halt so, wie es ist. Und dann, tja, machen wir wieder sozusagen einen Neustart. Nur keine richtige Neustart, sondern nur, wir starten halt ohne Sachen in der Tasche. Blöderweise haben wir die Diamantspitzhacke dabei gehabt. Das heißt, die ist jetzt weg. Genauso wie das Schwert, alles weg. Es ist sehr schön. Ich bin auch froh, dass wir wenigstens schon mal das Portal jetzt schon haben. Und das nicht noch machen müssen. Ja. Blöderweise haben wir auch fast gar kein Eisen mehr und überhaupt gar nichts mehr fast. Generell, wir brauchen unbedingt mal Eisen. Und diese Folge werde ich jetzt einfach mal damit verbringen, einfach etwas Eisen farmen zu gehen. Und ich quatsch schon ein bisschen rum. Das brauche ich wieder Holz. Wir haben gar kein Holz. Der Backpack. Alter, ich weiß nicht mehr, was im Backpack war. Boah, Entschuldigung. Aber, Alter, ich weiß nicht mehr, was im Backpack war. Ach komm, ist ja eh egal. Das Ganze ist jetzt eh voll für den Arsch. Von daher, ist scheißegal. Wir haben kein Holz mehr. Wir haben gar nichts mehr fast. Wo haben wir denn Stein? Stein, Stein, Stein. Hier ist Stein. Immerhin haben wir ein bisschen Stein und ein bisschen Eisen. Nehme ich auch ein bisschen was mit. Ach komm. Ist eh nicht so viel. Von daher, haben wir hier noch was drin? Nee. Hier ist auch nichts. Ich mach mal wieder Peace, weil ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, jetzt nochmal zu sterben irgendwie. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal zwei Eisenspitzhacken. Und eine Schaufel. Oder ich mache noch eine Axt, weil wir noch Holz brauchen unbedingt. So, dann aber jetzt wirklich überhaupt nichts mehr. Gut, die Rüstung ist eigentlich nicht so schlimm, weil die Rüstung war eh schon sowas für den Arsch. Von daher ist doch egal. Yay, Achievement get. Ich freue mich, 10 Löcher in den Arsch. Okay, er nimmt auf. Alter, diese scheiß Skype immer, ne? Ich drück immer auf das blöde Skype-Gedöns. Und Alter, 40 FPS, dein Ernst? Mit Aufnahme? Krass. Das ist neu. Naja. Auf jeden Fall. Was machen wir denn überhaupt? Wir gehen jetzt Eisen holen, würde ich sagen. Eisen, Eisen, Eisen. Und wenn wir das Glück haben, am besten ja, wir gehen etwas tiefer. Wenn wir dann das Glück haben, die Diamanten zu finden, dann können wir die damit nehmen. In unserer Lieblings- Höhle, gehen wir einfach mal wieder rein. Die bietet sich einfach dafür an. Hier haben wir noch ein paar Pferdchen, aber ein Esel. Ich habe übrigens schon mal die neueste Snapchat-Version gespielt. Und da wäre ich eigentlich gar nicht mal so. Ich finde es so unfair, so sage ich jetzt einfach mal. Die Snapchat-Version auch zu Let's Playen, allerdings mit einem kleinen Unterschied. Das würde dann auch einen speziellen Namen bekommen. Man kann ja da seine Welt generieren, wie man will, in der neuesten Snapchat-Version. Beziehungsweise, na, in der 1.8 wahrscheinlich dann auch. Es wird dann wahrscheinlich auch so sein, dass man halt wirklich, also das wird nicht so sein, also, ja, es wird so sein, weil man weiß ja nicht, ob es wirklich auch wirklich sein drin wert wird. Was? allerdings die Snapchat-Version sagen es ja schon, dass es wahrscheinlich drin sein wird. Dass man halt einstellen kann, wie viel Eisen, Diamanten, Lapislazuli etc. spawnt. Ich habe da mal eine Map gespielt. Also keine Map, sondern, also ich habe schon eine Map, aber die habe ich mir nirgendwo runtergeladen oder so, sondern einfach selbst generiert. Weil die Diamant-Spawn-Rate halt mega, mega hoch ist.
Und das wäre schon fast wirklich ein Versuch, das als neues Projekt zu machen. Weil, keine Ahnung, das will dann irgendwie Diamond Craft oder was weiß ich, irgendwie sowas heißen. Dass man dann wirklich irgendwie so, ja, halt richtig viele Diamanten halt hat und sich einfach das Ziel setzt, irgendwie ein Haus aus Diamantblöcken oder sowas halt zu machen. Das brauchen wir jetzt noch nicht, weil wir haben ja die Monsterhaus. Und ja, irgendwie sowas halt. Hättet ihr da Lust drauf? Müsst ihr einfach mal sagen. Wäre interessant. So, jetzt gehen wir mal gucken hier. Wo sind wir denn hier? Hier sind wir gerade bei... Wir sind hier bei 19. Also, noch tiefer. Wir müssen noch tiefer. So, hier sind wir jetzt. Das ist eigentlich eine gute... Oder? 11, ja, das geht. 11 ist relativ okay. Das ist nicht so okay. Wir haben nämlich keinen Eimer dabei. Das heißt, wir können uns auch dementsprechend kein Wasser irgendwo holen. Aber hier ist Eisen. Und wir brauchen noch Kohle. Wir brauchen alles einfach. Wir müssen wieder alles neu sammeln. Boah, aber was für ein scheiß Bug. Ein bisschen wie ein Gas fliegst da rein und zack, tot. Das war total behindert einfach, ne? Naja. War ja auch eigentlich meine eigene Dummheit, ich weiß, aber es war trotzdem ein behinderter Scheiß-Tod. Der hätte nicht sein müssen. Sagen wir es mal so. Ach, so. Oh, komm, zack. Zack. Immerhin haben wir Holz. Schon mal sehr großer Vorteil. So, da ist noch mehr Kohle. Okay, dann möchte ich die. Oh, und Gold. Jetzt ist nur die Frage, was bringt uns Gold? Keine Ahnung. Naja. Ja, immer noch die Praktikumsfolgen, die etwas kürzer sind. Weil ich sagen muss, dass die Folgen nach dem Praktikum vielleicht auch etwas kürzer werden. Oder vielleicht sogar bei 15 bleiben, ich weiß es nicht. Weil ehrlich gesagt, es dauert viel weniger lange, um durchzurennen. Und das ist halt das Problem. Ich meine, wenn man viel Zeit hat, den ganzen Tag Zeit hat, wie zum Beispiel, wenn ich Ferien habe oder so, dann kann man das machen mit 20 Minuten oder mehr. Aber jetzt so, ich habe ehrlich gesagt, ich komme nach Hause, habe einfach keine Lust mehr, überhaupt was zu machen. Vor allem heute ist wirklich schlimm, also, was heute war, ganz ehrlich, das will ich wirklich nicht nochmal machen, denn ich musste quasi so einen Berg bereinigen, mehr oder weniger. Dass eigentlich 5 Leute machen mussten, eigentlich, ja. Allerdings waren wir nur zu 2 und der eine ist halt... Alter, das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Ach, leck mir doch am Arsch, das ist unmöglich, ich gehe gleich Creative Mode. Oh, Alter, das kann doch überhaupt nicht sein. Oh, leck mir doch am Arsch, was soll denn das? Warum sterbe ich in letzter Zeit so oft? Oh, Alter, das kann doch überhaupt nicht sein. Das ist unmöglich. Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist nicht euer Ernst. Alter, ey. Yay, ganzes Eisen weg. Wir haben gar kein Eisen mehr. Glückwunsch. Alter, was für ein verfickter Scheiß. Oh, ey, das ist doch unmöglich. Unmöglich. Warum sterbe ich denn hier zu oft? Ey, das Ganze soll auch weg. Na, Glückwunsch. Boah, ey, das ist unmöglich. Ne, was geht da los, Alter? Das kann doch nicht sein, dass ich hier tausendmal sterbe. Das ist doch unmöglich. Alter, das ist so behindert gerade einfach nur. Wir können nie wieder nochmal spielen hier, oder was? Oh, ey. Ich bin schon kurz davor, den Creative Mode anzumachen und mir einfach alles zurückzucheaten. Mache ich aber jetzt nicht. Aber ich bin kurz davor. Oh, ey. Wie ich es hasse, ne? Im Survival zu sterben.
Wenn man einfach gerade erst gestorben ist und man einfach gar nichts mehr hat und dann auch das Letzte, was man überhaupt noch hat, zusammenkratzt und dann nochmal stirbt, dass man einfach überhaupt nichts mehr hat. Das ist das Schlimmste überhaupt. Alter, ey. Das Zweitschlimmste in Minecraft ist einfach Dasher bauen. Hat man ja hier gesehen. Oh, ey. Erzählst du das schön, ja. Bla, bla, bla. Und dann stirbst du erstmal nochmal 10 Mal. Juhu. Alter, wie behindert das einfach ist, ne? Geil, wir haben gar kein Eisen mehr. Null. Nicht mal Erz. Wir haben einfach 0 Erz. Boah, ey, wie behindert. Warum bin ich denn jetzt so schnell in die Lava geschmissen worden? Ich habe das nicht mal so schnell realisiert, dass da überhaupt Lava ist. Das war das Problem. Ich bin einfach nach vorne gegangen, weil ich nicht realisiert habe, dass da Lava war. Boah, ey, wie behindert das einfach ist. Alter, ey. Ich werde hier noch 50 Jahre alt, ja, bei dem Let's Play. 50! 50! Das ist schlimm. Boah, hier Praktikum, bla bla bla. Zack, tot. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, ey, Leute, da kriegst du schon Koller irgendwann. Ich werde noch 50 Jahre alt mit euch. Ohne Witz. Naja. Was willst du machen? Ja, komm, du willst mich doch schon wieder töten hier. Komm, verarsch mich nicht. Geh ich halt woanders Kohle abbauen. Gibt's eine Mod, dass Lava irgendwie nicht einen sofort tötet oder so? Gibt's das vielleicht? Das wäre voll super. Ja, dann wäre die Lava kein gefährlicher Flüssigkeitsblock, aber mir egal. YOLO. Nee. Aber ganz ehrlich, das ist einfach behindert. Ist noch mehr Kohle. Yay. Ja, Freunde, und sonst geht's euch gut, ja. Wir sind schon wieder fast bei 15 Minuten. Oh, Alter, ey. Boah, jetzt mach doch mal dieses scheiß Wasser weg. Ohne Witz, ne? Man merkt, dass ich während den Praktikumsfolgen die ganze Zeit so die ganze Zeit etwas wütender wirke oder so, ne? Das liegt aber wirklich daran, dass ich schon so genervt bin vom ganzen Tag. Dass ich schon fast keine Lust mehr habe, eigentlich aufzunehmen. Aber ich tue es trotzdem. Es macht mir ja trotzdem Spaß. Aber ganz ehrlich, mich nervt dann wirklich sowas mega krasses, wie dann so behindert zu sterben, wenn man einfach in die Lava geschmissen wird oder was weiß ich, oder durch die behinderte Wand stirbt. Das ist so scheiße einfach, nur ganz ehrlich. Da. Bist du voll genervt? Wirst genervt, du bist genervt. Weil du 8 Stunden am Stück arbeiten musst, ja? 8 Stunden, ja. 8 verdammte Scheißstunden. Wo du dann alle 10 Minuten auf die Uhr guckst, weil du denkst, ach, jetzt ist schon eine halbe Stunde vorüber und dann sind erst 5 Minuten, die vergangen sind oder so. Wo dir dann wirklich 2 Stunden vorkommen wie 8 oder so. Und du dann denkst, Alter, warum geht die Zeit so langsam? Und dann kommst du nach Hause und bist endlich froh, zu Hause zu sein. Dann bist du einfach genervt, willst einfach überhaupt nichts mehr machen. Und dann kommt so ein beschissener Lava-Block und brennt dich ab oder so. Das geht gar nicht. Ganz ehrlich, das... Ne. Aber die Folge ist jetzt schon fast vorbei. Habe ich auch heute geschafft. Leute, das ist einfach scheiße. Also nicht das Aufnehmen, aber das mit dem Tod, das ist... Wir hatten jetzt schon wieder bestimmt genug Eisen, um uns wieder auszurüsten, einigermaßen.
Aber nein, da muss ja natürlich Lara sein. Es könnte ja nicht einfach sein. Bloß nicht. Schön schwierig machen. Damit es auch schön scheiße ist. Aber wenigstens ist hier viel Eisen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ja. Naja. Ja, Essen kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Haben wir ja noch das Kartoffelfeld. Also so schwer wird das ja nicht. Boah, ich muss mir die nächste, also die letzte Folge angucken, was wir alles dabei hatten. Obwohl, nee, ich mach das nicht. Sonst bringe ich mich noch irgendwie um oder so. Nee, werde ich nicht, aber ne, weiß schon. Das macht's nur noch schlimmer. Als es schon ohnehin ist. Und das ist schon scheiße schlimm. Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse. Sackgasse, gut, okay. Ja, dann ja, nehme ich doch diese Ader hier mit und dann gucken wir uns, was morgen passiert. Oder übermorgen. Warte, diese Folge kommt wahrscheinlich morgen erst raus, nicht heute. Weil das ist auch so ein kleiner Trick von mir. Also kein richtiger Trick, aber ich warte halt ab, bis wirklich meine Let's Play-Folgen ein bisschen gesehen wurden und nicht erst ein einziger View da ist. Und dann die nächste Folge raushauen. Weil ich will ja, dass ihr die Folgen seht und wisst, um was es hier geht. Also nicht um was es geht, aber wie das hier läuft. Ne? Nicht, dass ihr jetzt irgendwie drei Folgen verpasst und denkt, hä, was macht ihr da? Wo ist er da? Wo hat er das ganze Zeug her? Und ich will halt, dass ihr auch wisst, um was es hier geht. Glückwunsch. Ja, genau. Also, pff, ja. Bevor es hier noch anfängt, noch behinderter zu werden, als es ohnehin schon ist, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim 300 Melozen Tod. Ja, bis dann. Tschüss.